So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinator, und ich darf euch super herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Spider-Man von Marvel. Da gibt's noch jede Menge Zeug zu sehen. Das gucken wir uns natürlich alles an. Ich denke mal, wir haben Zeit, oder? Zigarren. Handgerollt. Simkaria. War das nicht in den Nachrichten? Was zur Hölle ist Simkaria? Also da bin ich einfach zu wenig Marvel begeistert, ganz ehrlich. Nochmal eine Rüstung. Tatami-Rüstung 15. Jahrhundert. Manchmal habe ich das Gefühl, als drehe sich die gesamte Weltgeschichte nur um ein paar Jungs, die sich verkleiden, um sich gegenseitig zu verprügeln. Ah, vielleicht. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt ein bisschen meinen Abstand eingehalten. Also ich versuche jetzt, mich ein bisschen zurückzulehnen, weil sonst beuge ich mich immer so nach vorne in das Mikrofon und dann hört man im Prinzip mehr die basslastige Stimme. Das möchte ich aber irgendwie nicht. Ich möchte im Prinzip chillen. Dieses Bild kann ich nicht ertragen. Zu viel Spannung zwischen den beiden Figuren. Mal gucken, ich biege mal kurz mal mein Mikro hin. Nein, es will nicht. Es will nicht. Oder? Will es doch? Ach, vielleicht klappt das so gut. Ich will ein bisschen zurücklehnen und einfach genießen, dieses Spiel. Hallo? Gibt es hier noch was zu gucken? Ja. Cello, 18. Jahrhundert, Mailand aus der oder Bologna. Wie hat Fisk das genannt? Vanessa? Kurz vor dessen Tod im Besitz von Benito Mussolini. Cool. Der kleine Giftzwerg, der Glatzengiftzwerg hatte das auch. Sonst ist nicht mehr hier. An die Glocke vielleicht noch. Ah, guck mal, da ist auch noch was. Was ist das? Gehstock. Ein seltener. Den Stock habe ich immer gehasst. Echt übel. Ich glaube, da sind auch gewisse Waffen drin, glaube ich, oder? Garantiert. Sagen Sie, wenn Sie anfangen möchten. Oh, tut mir leid. Mann, ich bringe hier alles durcheinander. Kicken den. Oh, ja. Was ist das Schönes? Aha, hallo. Holzschnitt. Hat Straftaten ans Licht gebracht. Eine Enthüllungsjournalistin der alten Schule. Sie gefällt mir. Hallo. Als erstes ein Knaller. Ein einzigartiger Kakimon Baku. Oh, wunderschön. Ist das ein Mifune? Ganz genau. Mr. Fisk hat einen guten Geschmack. Haben Sie ihn vor seiner Festnahme gut gekannt? In einem beruflichen Kontext. Ich habe viele seiner Verkäufe abgewickelt. Gehen wir doch weiter. Ich darf Fotos machen. Oh yeah, baby. Dieses exquisite Stück veranschaulicht den traditionellen Parashikomi-Tintenklecks-Effekt. Die beiden Neo sind sehr beeindruckend. Kein Wunder, dass Fisk dieses Stück gefallen hat. Das ist sein Stil. Er liebte die Dualität. Der Zerstörer schreit, aber der Schöpfer müht sich im Still. War bei den Verkäufen, die sie abgewickelt haben, jemals etwas illegal? Nein. Nein, natürlich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Aha. Ja, ja. Liegt noch hin. Machen doch alles fürs Geld. Hey, komm mal aus dem Bild raus. Jetzt? Hier die filigranen Goldintarsien dieses zeremoniellen Teeservice. Ein Freund beim Bezirksanwalt erwähnte, dass Fisk über Kunstverkäufe gestohlene Waren veräußert. Davon würde ich sicher nichts wissen. Oh, natürlich nicht. Ich frage mich nur, ob Ihnen nach seiner Festnahme im Nachhinein etwas seltsam vorkommt? Wissen Sie was? Meine Zeit wird langsam knapp. Warum machen Sie nicht schon mal das Coverfoto? Als ich meinem Freund gesagt habe, dass ich über Sie berichte, meinte er, Ihr Name käme ihm bekannt vor. Nur das Foto bitte. Stellen Sie sich dahin. Ah ja, okay. So. Sind Sie sicher, dass Sie mir nichts über Fisks Aktivitäten sagen möchten? Vielleicht ganz im Vertrauen? Ich glaube, Ihre Leser würden sich nicht interessieren für... Verdammt, warten Sie hier bitte. Na, wo geht die junge Dame hin? Oh, Moment. Ich kenne diese Statue. Ich muss ein Foto machen. Die dürfte eigentlich nicht hier sein. Hallo? Craig, ich rufe Sie zurück. Meine Liebe, ich denke, Sie sollten gehen. Oh, könnte ich kurz die Toilette benutzen? In Ordnung. Folgen Sie mir.
Danke. Hier ist es wirklich schön. Ja, und Sie werden diesen Ort nie wiedersehen. Die Damentoilette ist um die Ecke. Beeilen Sie sich. Natürlich. Ich bin sofort wieder da. Wieso sollte ich diesen Ort nicht wiedersehen? Verbrecherin. Ich bringe ja alles durcheinander. Lustig. Ah, hier haben die Leute ganz viel Dreck abstecken. Oh, hey, ich bin extra auf die Männertoilette zugegangen, um jetzt im Prinzip zu sagen, oh fuck, sorry. Hallo Craig, komisch, dass Sie anrufen. Weil Ihre Reporterin nicht die Lobeshymnen singt, die wir vereinbart hatten. Nein, sie ist jetzt hier. Ich muss in das Hinterzimmer. Wenn die Statue das ist, was ich denke, wird das eine riesige Story. Was meinen Sie damit, er musste umplanen? Wenn Sie nicht... Wenn Leute misstrauisch werden, das Fragezeichen und fangen an zu untersuchen, sobald du das siehst, bist du entdeckt. Ihre Reporterin ist. Wer ist sie dann? Leise. Wer ist in meinem Auktionshaus? Oh mein Gott. Nein, ich vertraue Ihnen überhaupt nicht. Als erstes werde ich das Fräulein Enthüllungsjournalistin festnehmen lassen. Ach, wieso denn? Und danach werde ich Ihnen den Kopf abreißen, Craig. Mist, sie ist sauer. Ja, das ist eine Drohung. Aha. Natürlich, Craig. Okay. Ich glaube Ihnen nicht. Dreh dich doch nochmal um, bitte. Aha. Ja. Natürlich, Craig. Pete hat mir davon erzählt. Fisk hat darin Beweise versteckt. Warum haben die Cops sie hier gelassen? Ich weiß, dass man sie öffnen kann. Aber wie? Dahinter ist der Neo. Aber er sieht anders aus. Okay. Was? Er hält etwas in der Hand. Ah, ein Stab. Und da hat er den nicht, oder? Die Statue ist beweglich. Die gebräuchlichste Pose ist verborgene Kraft. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. Muss ich das mir jetzt merken? Geschlossener Mund, linker Arm unten, rechte Arm, Handfläche weist nach vorne. Vielleicht lässt sich das bewegen. Ah, okay. Sehr schön. Fast. Aber ein Teil fehlt. Der Stab. Da, der Stab. Die habe ich schon mal gesehen. So geht das nicht. Nee, da fehlt noch was, oder? Ich muss den erst zusammenbauen. Wo ist denn der behinderte Stab? Jetzt müssen wir uns die Kacke nochmal hier ansehen. Mal. Oh, falsch rum. Der hat die Hand.
Ah, nee, das passt schon. Hat er den Stab? Nee, den hat er nicht. Den hier, oder? Oder hat er noch mehrere Sachen? Ja. Lustig, okay. Norman Osborn. Was ist das? Kennst du? Teufelsatem. Kennst du nicht Norman Osborn? Was ist Teufels? Was zum... Entschuldigung, Sir. Sie dürfen nicht... Ja. Nicht gut. Wo ist die Statue? Da drin! 把文件找出来! Tja, das Mädel hat Kacke gebaut. Ich wollte gerade zum Ausgang, als ich dich sah. Du hast Glück, dass du noch lebst. Sagt der Kerl, den ich vor 5 Minuten gerettet habe. Hey, wer immer die Typen mit den Masken sind, sie wollen die Akte. Aber ich komme nicht hier raus, solange es hier von diesen Typen wimmelt. Gut, okay. Du versteckst dich da. Ich schalte die bösen Jungs aus und du verschwindest, wenn die Luft rein ist. Hört sich gut an. Schön, dich zu sehen, Pete. Ja, gleichfalls. Obwohl ich mir unser Treffen anders vorgestellt habe. Lustig. Ich habe es mir genauso vorgestellt. Okay. Deswegen konnte ich nicht da oben hin, ne? Hat sie ein neues Parfüm? Konzentrier dich, Pete, konzentrier dich. Ja, okay, natürlich. Ich sollte die Typen ausschalten, bevor ich weitergehe. Okay, Pete, ich habe mich vorne versteckt. Gib mir ein Zeichen, dann fliehe ich. Alles klar, worum geht es in der Akte? Was steht drin, dass die Typen sie unbedingt haben wollen? Notizen über etwas namens Teufelsatem. Fisk sollte ein geheimes Forschungslabor dafür bauen. Und was immer dieser Teufelsatem ist, Fisk hatte Angst davor. Er nennt ihn Büchse der Pandora. Fisk und Angst. Wir müssen dich und die Akte hier rausbringen. Moment. Was? Das macht Spaß. Warum komme ich da nicht vor drauf? Okay, alles klar. Sind es noch 3? Gibt es irgendwo einen Gang nach drüben? Mit der Ruhe, Pete. Immer sachte. Ach, lustig. Das waren alle. Nein! Lassen Sie mich gehen! MJ! Blöde Kuh, Mann. Stopp! Nein. Versteck dich! Oh, toll. Echt uncool, die Geiselnahme, Jungs. Wow, was ist das für ein glänzendes Zeug auf euren Händen? Seid ihr Geister?
Hab noch nie mit einem Geist gekämpft. Okay, ich habe gegen Gespenster gekämpft. Aber technisch gesehen sind Gespenster keine Geister. Alle Geister sind Gespenster, aber nicht alle Gespenster sind Geister. Versteht ihr? Aua. Ah, das scheint irgendwas mit Energie zu sein. Nichts Geisterhaftes. Alles okay. Gegen einen Geist kämpfen bleibt also auf meiner Wunschliste. Oh Mann, ich hab's wieder verhunzt, indem ich einfach nur spielen will. Das ist das Problem, weißt du? Leute, ich bin ein Spieler und ich will spielen mit diesen Gegnern. Und, ja. Echt uncool, die Geiselnahme, Jungs. Wow, was ist das für ein glänzendes Zeug auf euren Händen? Seid ihr Geister? Habt noch nie mit einem Geist gekämpft. Okay, ich habe gegen Gespenster gekämpft. Aber technisch gesehen sind Gespenster keine Geister. Alle Geister sind Gespenster, aber nicht alle Gespenster sind Geister. Versteht ihr? Ah, das scheint irgendwas mit Energie zu sein. Nichts Geisterhaftes. Alles okay. Gegen einen Geist kämpfen bleibt also auf meiner Wunschliste. Was bist du wie einer? Aua. Sieh denn nicht aus, oder? Wow, 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 Ficker, Alter. Was? Was? Der war nicht ausgenockt. Oh, also ganz ehrlich, ist anspruchsvoll. Na, ihr Süßen? Oh, die machen Konterattacken. Wollte was sagen, ey. Tägliches Ausdauertraining absolviert. Was sind das jetzt für Heinis? Sieht antik aus. Ich glaube, ich kenne jemanden, der mir was über die Herkunft sagen kann. Ist doch Wetten die Hand. Aber das kommt später. Ich habe mit Craig gesprochen. Sie sind gar nicht seine Reporterin. Sie arbeiten nicht mal für Heritage Arts. Habe ich nie gesagt. Hi, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Sie...
werden kein Wort darüber schreiben, was hier vorliegt. Fürs Protokoll. Was wissen Sie über die Akte, die gestohlen wurde? Das gar nichts. Was ist mit der heißen Ware, die Fisk hier im Auktionshaus angeboten hat? Ihr Herausgeber wird von unserem Anwalt hören. Mäh. Mäh. Hey, ganz okay. Ja, da klebt noch einer an der Wand. Mix? Als wäre das letzte halbe Jahr nie gewesen? Komm schon, du willst ihn doch auch. MJ. Ach ja. Die haben beide Probleme, deswegen können sie nicht zusammen sein. Typisch, typisch, typisch. Traurig eigentlich. Aber naja, was soll's. Gut. Seit wann ist Mix eine Pizzeria? Keine Ahnung, aber zum Glück gibt es noch diese Pommes. Absolut. Die besten in der Stadt. Also, wie läuft's beim Bugle? Ja. Tja, gerade kam eine wütende Nachricht von Robbie wegen meiner sogenannten Eskapaden heute. Also muss ich wohl wieder zur Rechtsabteilung. Mal wieder. Ah, wenn er den Artikel liest, den du schreibst, wirst du befördert. Also, die gruseligen Maskenjungs. Wie siehst du das? Ganz normale Härte in der Stadt. Wie siehst du das? Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Lass uns nicht nur über den Job reden. Wie geht es dir denn? Hast du die Beförderung bekommen? Nein, aber wir stehen kurz vor einem großen Durchbruch. Du weißt, dass Oscorp dich sofort einstellen würde. Ein Anruf bei Harry. Klar, aber Dr. Octavios Arbeit wird Millionen helfen. Ich bin genau da, wo ich sein möchte, da, wo ich sein sollte. Das klingt ja fast, als wäre es dir wichtiger als dein anderer Job. Das sind ja völlig neue Töne von dir. In 6 Monaten kann sich viel ändern. Warum sind wir beide hier, Pete? Naja, ein Essen unter Freunden. Freunde. Das sind wir also. Wäre doch schön, also, wenn du es auch möchtest. Wir haben nicht gerade Glück im Gepäck. Ja, schon, aber ist das so schlimm? Ich meine, im Gepäck sind doch auch schöne Sachen wie Geld und Schlüssel und Himbeerlippenbalsam. Weißt du noch, warum wir uns getrennt haben? Das ist eine Fangfrage, stimmt's? Nochmal Glück gehabt. Reden wir später? Geh schon. Ach je. Genau aus diesem Grund können sie nicht zusammen sein. Genau aus diesem Grund. Leute, ich würde gerade an dieser Stelle sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dahin, haut rein. Bis dann.